Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Das Beste kommt zum Schluss. Letzteres. Herzlich willkommen zurück, VR-Gamer. Zack McFly wieder am Start hier mit No Man's Sky. So, was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben geheiratet sozusagen. Tiransche, Mrs. Tiransche, unsere Verlobte, also unsere angehende Frau. Ja, ist schwanger. Ist schwanger, haben wir jetzt rausgekriegt. Und das passt uns jetzt gar nicht, ne? Das ist sehr, sehr ungünstig. Wir wollen ja das Universum bereisen. Deshalb machen wir mal so einen Arschloch-Move, würde ich sagen. Verlassen einfach die Galaxie. Das ist, glaube ich, der einzige richtige Weg. So, mal kurz hier alles festmachen. Wir haben nämlich einen... Warum sehe ich denn nichts? So, jetzt. Wir haben nämlich einen Hyperantrieb erfolgreich installiert, aber haben keinen Treibstoff. So, okay, wir brauchen Antimaterie. So, die müssen wir schnell finden, bevor Mrs. Tiransche hier irgendwie runterkommt. Suche mit dem Raumschiffscanner. Warum sollte ich denn aussteigen? So, wir haben jetzt den ganzen Planeten gescannt und haben gefunden eine Antimateriespur. Auf einem anderen Planeten? So, okay. Hätte ich ja lange suchen können bei mir. Waren die auf diesem Planeten schon? Ist das der radioaktiv verseuchte, oder? Ich hoffe einfach mal, wir müssen jetzt ewig so lange hier bleiben. Was ist denn das da? Sieht bewohnt aus. Sieht irgendwie bewohnt aus. So, einmal das Ding hier aktivieren. Navigationsdaten erhalten. Hier machen wir den ganzen Scheiß mal weg. Terminal ist online. Wähle Schlüssel. Entschlüsselung. Erfolgreich. Der Schlüssel hieß Entschlüsselung? Das Terminal ist mit einem seltsamen pulsierenden Schleim verschmiert. Aber es scheint dennoch zu funktionieren. Als ich die Eingabekonsole berühre, reagiert die fremdartige Substanz aggressiv. Ich notiere mich... Was? Ich notiere mir, mich ihr nicht zu nähern. Okay. Das Gerät öffnet sich und gibt ein einzelnes, nicht blinzelndes, karmesinrotes Auge frei. Ah, da sehen wir es ja. Es druckt einen Bauplan für Antimaterie aus. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Danke dir, pulsierendes Auge. 16. Antimaterie. Wow, wir haben alles.
jetzt ist die Frage, verabschieden wir uns? Also Ziranche kann echt ungemütlich werden. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich frisst, wenn ich sage, dass ich jetzt einfach mal die Galaxie verlasse. Raumschiff. Antimaterie hergestellt. Was brauche ich noch? Ein Gehäuse. Ach so. Antimaterie, Gehäuse, Ferritstab, Sauerstoff, das kriegen wir doch schnell hin. Was hat mir denn jetzt gerade Leben abgezogen? Was seid ihr? Warum geht ihr nicht kaputt? Gamma Gas. Gefahrgut. Boah, man kann so richtiger Gärtner werden hier, ne? Verfolgt mich irgendwas? Lasst mich in Ruhe! Natrium, nimm mich mal mit. Der Planet hat schon coole Ressourcen, so, ne? Kann man nichts sagen. Ich bin ja jetzt gleich wieder weg. Ruhig. So, jetzt können wir anfangen. Ein Antimaterie-Gehäuse zu bauen. Und dann kommt die Antimaterie ins Antimaterie-Gehäuse oder auch nicht. Was willst du machen? Stell deine Warp-Zelle her. So, Warp-Zelle, wo kann ich die jetzt reintun? Hier. Eine Warp-Zelle. Okay. Also, ich habe mich entschieden. Ziranche, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist gar nicht meine Art. Wir gucken noch einmal wehmütig zur Raumstation, wo demnächst unser Kind aufwachsen wird. Aber leider ohne uns. Okay, das ist unser Ziel. Wie wähle ich das jetzt aus? Mit meinem Kopf? Das ist doch das Zentrum der... Oder? Das sieht aus wie das Zentrum. Anomaler Signal. Was? Okay. Okay, ich komme bis hierhin. Warpen. Strezi-System. Was ist das für ein Geräusch?
Berichte des Raumschiffs, Überwachungssystems, Hyperantrieb, Fehler. Suche Treibstoffquellen. Das ist nett von dir. 16, 16, 16. Da hackt mich doch irgendwer. Was willst du mit deiner 16? Das ist doch niemals die Treibstoffquelle. Wir tun aber so, als würden wir drauf reinfallen. Okay, also wir haben hier wieder so einen Saturn-Planet. Der sieht ja ziemlich krass aus. Ich zeige eine Raumstation. Einfach mal dahin. Und da so ein bisschen Zeug verkaufen. Weil das Inventar war ziemlich voll. Echt? Oh, da ist auch mal so ein kleiner Mond. Kann das sehen? Das ist echt interessant hier. Aber wo ist denn das Ziel? Einmal auch gucken. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf diesen Planeten. Das ist halt die Frage, also. Das ist die Ranche, die kann auf jeden Fall natürlich auch so einen Hyperraumantrieb machen, ne? Mal kurz gucken hier. Wie die schon vorweggekommen ist. Wow. So, okay. Wir haben ein bisschen aufgeräumt bei uns. Jetzt geht es Richtung Treibstoffquelle. Auf dem Planet Vidrialam S23. Wir haben diesen geilen Ring hier. Ich hoffe, er ist uns freundlich gesinnt. Das ist ein ziemlich dunkler Planet. Das ist die Sonne gewesen hier. Treibstoffquelle. Der Beutel. Ah. Ey, keine Ahnung, ob du gut oder böse bist, aber das ist ja wohl ekelhaft. Hüpfen so ekelhafte Säcke herum. Kann ich mir Wörter lernen? Ja, oh, die Ki. Wir sind gar nicht mal bei den Viken, ne? Hey, 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 voi, voi, voi. Eine Gestalt. Das Wissen. Ich sauge das Wissen auf. Okay, gut, als allererstes lernt man immer die Rasse an sich. Wir haben die Geek kennengelernt und wissen auch, wie wir Freund sagen können. Was vermutlich gar nicht verkehrt ist für den Anfang. Was ist das hier? Ich dachte, hier gibt es Treibstoff. Sehe ich überhaupt, ob die
Anmerkung, Anmerkung, was? Er hat einen ekelhaften Organbeutel. Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles in ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Ich gehöre auch nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte in einer ein seltsamer Auszug aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender? Ist das Freund? Ja, ich bin ein Freund. Das habe ich mich gerade gelernt. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. 16? 16? Hat die 16 damit zu tun? Aber offensichtlich ist irgendetwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Das Beste kommt zum Schluss. Letzteres. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Er fragt noch einmal. Hat es das purpurne Auge gesehen? Hat das purpurne Auge es gesehen? Was? Pur. Was könntest du meinen? Und woher soll ich wissen, ob das purpurne Auge mich gesehen hat? Es hat mich gesehen. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm! Alarm! Die Grenzen fallen. Oh Gott. Die Mauern stürzen ein. Welche Mauern? Dein Universum wartet. Finde uns. Was? Reisender. Ich habe eine Wurmzelle bekommen. Einfach so. Okay, ich fühle mich nicht wohl auf diesem Planeten. Irgendwas geht hier ab, ich werde beobachtet, keine Ahnung. Vielleicht bin ich bei so einer Prankshow. Aber das gefällt mir mal gar nicht. Habe ich überhaupt meine Warpzelle? Oh, eingehende Übertragung. Unbekannt? Du bist nicht? Nee, das versuche ich euch die ganze Zeit klar zu machen. Du bist... Ja, die suche ich ja die ganze Zeit. Hier, ich bin der Zarg. Du hast mich verlassen? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch irgendwie da wach geworden einfach. Außerdem stürze ich gleich gegen so einen Planeten hier. Hallo? So wie alle anderen. Nein! Welche anderen? Es kommt keine Antwort. Koordinaten. Also Koordinaten. Das ist so die Raumstation. Basiscomputer. Und
Okay, scheiße. Ich muss doch wieder zurück. Was mache ich denn, wenn Siranche in der Basis sitzt? Mit dem Kind? Ich meine, wie lang dauert so eine Schwangerschaft bei so einem Alien? Ach, was ist das? Warte mal kurz, das war eben nicht da. Was ist hier los? Ein Fall in der Frachter. Oh! Wer jetzt verschwunden, weil er in der Raumstation gespawnt ist? Das gefällt mir alles. Das gefällt mir alles. Okay, wir sind da. Basiskomplett Archive verfügbar. Was? da waren irgendwie drei Textboxen auf einmal, oder? Wir haben eine Nachricht bekommen. Warte mal, der weiß, wo ich wohne. Was geht denn hier ab? Ist das der dessen Anzug wir geklaut haben? War das jetzt gerade? Ich habe bei diesen ganzen den Überblick verloren. Welches war da mal der Typ, von dem wir den Anzug anhaben? Lagerbehälter? Nicht schlecht. Hätten wir eben schon mal gebrauchen können, ne? Aber ich würde eigentlich lieber weiterreisen. Ich mache mir jetzt so ein Lager auf mein Haus. Magnetisiertes Ferrit. Ich glaube, das sollte ich herstellen können. Ein Lagerbehälter. Was wissen wir denn? Wir wissen, dass wir Sauerstoff brauchen. Weil mein Laser, was kostet es mein... Ich würde ja gerne den Minerallaser upgraden, aber dafür muss ich auf die Raumstation. Und da wartet, glaube ich, eine schwangere Frau auf mich. Das geht, glaube ich, jetzt gerade nicht. Moment mal, das ist groß, oder? Warum bist du so groß? Bist du gefährlich? Ah, hier war das Kupfer. Jetzt mal kurz. Ich brauche
Ferrit. Warum gucke ich nicht einfach nach? Kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht. Also ich möchte auf jeden Fall für den Hyperraum zumindest aber so ein, zwei Warp-Zellen bauen. Startschubdrüsen wäre jetzt natürlich auch nicht verkehrt. Da könnte ich eigentlich auch schon mal nochmal so zwei bauen, oder? Was sagt ihr? Ich kann die auch hier bauen. Ah. Ach shit, wo komme ich denn? Antimaterie. Chromatisches Metall. Das war Kupfer, oder? Kam aus Kupfer. Kupfer. Ferritstaub. Okay. Treibstoff, Metallplatten. Na gut, das ist jetzt auch nicht so. Okay, Ferritstaub brauche ich auf jeden Fall ein bisschen. So, das machen wir alles, damit wir nächstes Mal ein bisschen vorbereitet sind. Und Kupfer. Wie viele Füße hast du? Eins, hast du sechs Beine? Ist das cool? Wow, du bist ja wirklich unfassbar groß. Jetzt bist du ein Scooby-Doo? Scooby! Scooby-Doo? Ey, du bist mein Freund, ich kann dich reiten. Los! Oh nein! Oh nein! Das wollte ich nicht! Oh Junge, weg. Ich wollte dir helfen. Ich wollte dir echt nur helfen. Du hast es verstanden, oder? Dann halt nicht. Dann töte ich dich jetzt. Oh Gott, jetzt haben die gesehen, Oh nein. Ich bin nur ein armer Farmer. Der hier am Farmen ist. Puh, da müssen wir echt aufpassen bei der Polizei hier. Boah. Okay, also. Ich hatte große Pläne für diese Folge und jetzt bin ich hier irgendwie gefangen? Für 1,5 Stunden? Ich verstehe es. Ja, ist jetzt nicht viel passiert hier, ne? Wir warten immer noch ab, dass das Archiv irgendwas hergestellt hat. Und ich bin mir super unsicher, ob ich jetzt wegfliegen darf, kann, muss. Oder halt eben nicht. Und deshalb schauen wir einfach mal, ob es hier irgendwas noch in dieser Höhle gibt. Was vielleicht ein bisschen spannend ist. Das ist ja gar kein Wasser. Was ist denn das? Ist das Map-Ende? Das geht aber nicht tief dann, hä? Das will ich gar nicht vorstellen. Was ist das?
Ich mache das so lange, bis irgendwas Spannendes passiert. Das ist cool. Das ist ein schöner Eingang. Du bist gefährlich. Ist das auch da, wo wir... Das ist ein kleiner See. Das ist nicht das Wasser, was ich letztens hatte. Pyrit-Ansammlung. Ist das nicht das, womit ich den Impulsantrieb aufladen kann? Ist das Salz? Boah, was? Das war ein summender Beutel in einem summenden Beutel. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, kein Mensch hatte sowas bis jetzt. Das sieht schon eher aus wie... Ah! So, dann geht's wieder zurück. Durch diesen geilen Tunnel hier. Zack, 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 zack. Sieht manchmal so aus, als wäre es vorbei, aber nur weil das Spiel nicht darauf klarkommt, was für einen krassen Tunnel ich gebaut habe. Es ist fast, als wäre ich auf irgendeinem LSD-Trip hier. Mit dem Wasser. Wow. So, dann sind wir nämlich jetzt da. Das Spiel kommt wirklich nicht auf diesen Tunnel klar. So, und ich muss jetzt auch eine Stunde hier irgendwie absitzen. Ich habe alles gemacht, was ich machen will. Ich will ja eigentlich nur weg hier. Ich will weg hier, bevor irgendwie... ich irgendwie für das Kind verantwortlich gemacht werde. Und das passt einfach nicht mit unserer Aufgabe, den Mittelpunkt des Universums zu finden, ne? Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und deshalb müsst ihr jetzt auch auf Gefällt mir drücken. Kommentiert gerne mal die Videos, abonniert den Kanal und ich würde sagen, den Quatsch mache ich sonst jetzt noch so. Wo sind meine Warpzellen? Habe ich 2 Stück aufgeladen? Ich habe die wahrscheinlich aufgeladen. Verwirrung. Ende. Ciao. Haut rein.